Hallo, ihr kleinen und großen Leute. Das ist unsere kleine Welt. Ich lade euch ein, mal bei uns reinzuschauen, zu sehen, zu hören und zu staunen, was wir hier so alles machen, was wir spielen und lernen und was sonst noch passiert. Morgens, ganz so wie es unsere Eltern einrichten können, kommen wir in unsere Kita und frühstücken erst einmal gemeinsam im Frühstückscafé. Hier kommen alle Kinder nach und nach zusammen und außerdem können wir beim Frühstück prima miteinander reden. Und selbst ganz kleine Kinder, schon ab einem Jahr, können bei uns betreut werden. Hier sind unsere Kleinsten. So sind wir alle aufgeteilt in Gruppen von 10 bis zu 25 Kindern. Das ist auch gut so. So findet jeder schnell einen Freund oder eine Freundin. Im großen Kreis ist es viel schöner, wenn wir spannende Geschichten oder Märchen erzählt bekommen, die wir anschließend mit unserer Erzieherin besprechen können. Und wenn jemand Geburtstag hat, freuen wir uns alle, lassen ihn hochleben und feiern alle mit. Ja, bravo! Aber wir können auch ganz konzentriert arbeiten. Was kommt jetzt? Genau. Und weiter geht's in der Reihe. Du da strickst, das gefällt mir überhaupt nicht. Wer sucht die ja streit? Und da kam ihr der wilde Winnie gerade recht. Hör mal, Winnie, brüllte Winnie. Wenn es dann zum Turnen und Springen in unsere Turnhalle geht, können wir laufen, Ball werfen und auch rutschen. Bewegungslernen nennt man das. Alles klar? My name is Vincent. Habe ich alles schon gelernt, hier in unserer Kita. Unsere Englisch-AG ist very cool. Shoulders, shoulders. Knees, knee. Ears, Ohren. Mouth, Mund. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Fred zeigt uns zum Beispiel, was mit Magneten gemacht werden kann und viele andere interessante naturwissenschaftliche Dinge. So wird man schon früh Forscher und Entdecker. Bei uns heißt das Forschen mit Fred. Oft werden wir gefragt und wer etwas noch nicht richtig aussprechen kann, macht nichts, der wird eben gefördert. Das ist vernünftig. Wichtig ist zuzuhören. Luzi hilft uns dabei, super Lauscher zu werden. Hören, lauschen, lernen nennt man das. Was haben die drei jetzt gemeinsam? Die
Wer bald in die Schule kommt, kann in unserer Schubidu AG schon mal etwas über Zahlen und Buchstaben erfahren und vor allen Dingen den Spaß am Lernen lernen. Übrigens, Schubidu heißt Schulkind bist du. So, nun wisst ihr schon wieder ein bisschen mehr. Im Wald, da sind die Räuber. Natürlich nicht. Da sind wir mit unserer Wald-AG. Im Wald gibt es vieles zu entdecken. Wir lernen eine ganze Menge über Bäume und Blätter, über die Tiere im Wald und warum der Wald so wichtig für uns alle ist. Besonders schön ist es dann noch, wenn wir uns mal so richtig schmutzig machen können. Auf unserem schönen Spielplatz ist immer was los. Der ist riesengroß. Wir schaukeln und klettern, spielen Fang und Verstecken, bauen Sandburgen und finden die Matschstraße besonders toll. Natürlich spielen wir auch draußen, wenn es mal regnet. Wir sind ja schließlich nicht wasserscheu. Am liebsten esse ich Nudeln, aber auch viele andere Dinge schmecken mir ganz gut, wie Kartoffeln, Gemüse, Salat oder Fleisch. Mit meinen Freunden zusammen Mittagessen macht Spaß. Und wer dann ganz müde ist, kann noch ein bisschen schlafen. Aber vorher muss man natürlich die Zähne putzen. Das ist wichtig, weil die ja lange halten sollen. Manchmal kommen nachmittags die Eltern noch zum Café und besprechen sich mit den Erzieherinnen und Erziehern, zum Beispiel, wann der nächste Elternabend sein soll. Und was sonst noch Thema ist. Auf alle Fälle machen die immer gute Vorschläge und so. So, jetzt habe ich euch alles Wichtige gezeigt und erzählt. Unsere Kita ist doch wirklich schön. Und ich glaube, ihr findet die jetzt genauso schön wie ich. Ach, Moment mal. Beinahe hätte ich noch etwas vergessen. Kennt ihr Henry und Michi? Die wohnen in unserer Kita. Wer die beiden sind, verrate ich aber nicht. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dürft ihr uns gerne besuchen. Ruft einfach an und macht einen Termin.